Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom RW-Pod. Nach langer Zeit haben wir wieder einen Termin gefunden, an dem wir alle konnten und uns jetzt zusammengesetzt, um neues Material, was wir in der letzten Zeit so zusammengetragen hatten und für berichtenswert oder vorstellenswert halten, euch zu präsentieren. Das ist die 12. Ausgabe, 12. Folge. Und die 13. wird auch gleich folgen, als das, wie ihr ja vielleicht schon bemerkt habt, wir manchmal zwei Folgen hintereinander aufnehmen, weil die Termine einfach so knapp sind. Heute haben wir euch ein Diskussionsthema mitgebracht. Damit ist es so, wie bei unserer letzten Diskussion auch schon, dass es natürlich sinnvoll ist für euch Zuhörer, dass ihr vorher auch wisst, worum es geht. Das heißt, ich werde jetzt am Anfang einmal kurz die Dokumentation, die wir alle drei geguckt haben, vorstellen und eine Inhaltsbeschreibung der Doku, die bei der ARD zu finden ist, vorlesen. Allerdings hoffe ich, dass es möglich wird, dass wir euch auch die Doku als solche zur Verfügung stellen, denn aufgrund der aktuellen Gesetze kann man die ja nicht mehr in der Mediathek angucken. Es ist schon 2 Wochen her, dass sie lief, und vielleicht kann man das dann ja über YouTube abwälzen. Ich denke, das müsste möglich sein. Die Doku heißt Virgin Tales. Oder deutscher Untertitel war das so? Jungfrauenmärchen. Wurde bei Arte ausgestrahlt von der Regisseurin Miriam von Arx. Evangelikale Christen rufen die zweite sexuelle Revolution aus. Keuschheit als Gegenbewegung zur Gesinnung der modernen Sexualmoral. So gelobt in den USA bereits jedes 8. Mädchen, unbefleckt in die Ehe zu gehen. Die 7 Kinder der Familie Wilson, Gründer der Jungfrauenbälle, auf Englisch Purity Balls, gehen noch einen Schritt weiter. Sogar den ersten Kuss gibt es erst vor dem Traualtar. 2 Jahre lang hat Filmemacherin Miriam von Arx den Wilson-Nachwuchs begleitet und dokumentiert, wie religiös-konservative eine junge Generation von Virgins darauf vorbereitet, eine evangelikale Utopie zu verwirklichen. Jetzt noch eine nähere Inhaltsangabe. Die Wilsons sind eine 9-köpfige evangelikale Familie, die in Colorado Springs lebt. Sie sind die Begründer der sogenannten Purity Balls, bei denen Töchter im Abendkleid von ihren Vätern begleitet werden und gemeinsam ein Gelübde ablegen, dass das Mädchen bis zur Ehe keusch bleibt. Inzwischen werden diese Bälle in 48 Staaten der USA gefeiert. Und die 5 Wilson-Töchter, die nun nur einen Mann heiraten wollen, der genauso ist wie ihr Vater, sind die Vorzeigejungfrauen der USA. Jung, charmant und jeden noch so scheuen Kuss vor der Ehe verteufelnd. Auch die Söhne vertreten strikt die Haltung, eine Frau das erste Mal vor dem Traualtar zu küssen. Die Wilsons sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie stark das Konzept der Jungfräulichkeit auch heute noch das Leben junger Frauen beeinflussen kann und dass einem westlichen Land, das als aufgeklärt und als Hort der Freiheit und Heimat der selbstbestimmten jungen Frauen gilt. So passiv, wie die Frauen der Purity-Bewegung sich in Bezug auf Sex verhalten sollen, genau so passiv sollen sie auch in allen anderen Lebensbereichen auftreten. Feminismus ist ein Schimpfwort. Die Frau gehört an den Herd, nicht in eine berufliche Laufbahn. Sie soll ihrem Mann dienen, der vor Gott zum Führer der Frau auserkoren wurde. Die Wilsons fordern nicht nur Reinheit im sexuellen Sinn, sondern auch im geistigen und emotionalen. Die Kinder sollen sich vor der Ehe nicht verlieben und bereits sexuelle Gedanken sind eine Sünde. Alle 7 Kinder der Wilsons zeigen sich absolut im Einklang mit diesem Gebot. Dieses Einverständnis mit den Eltern mag auf die fast vollkommene Abschottung von der Außenwelt zurückzuführen sein. Von frühester Kindheit an wurden die 7 Wilson-Sprösslinge wie rund 1 Million andere evangelikale US-Kinder zu Hause unterrichtet. Hier lernen die Jungen neben Bibelzitaten vor allem, wie sich ein tugendhafter männlicher Führer zu verhalten hat und die Mädchen, wie man dem zukünftigen Ehemann ein gemütliches Heim bereitet. Kontakt zu Gleichaltrigen kommt lediglich beim Kirchenbesuch und den regelmäßig stattfindenden Teas zustande, bei denen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern über ihren Glauben sprechen und so sich gegenseitig darin bestärken, dass ihre Lebensform die einzig wahre sei.
Der Dokumentarfilm ist von 2011, steht jetzt hier. Ich weiß also nicht, ob der vorher schon mal ausgestrahlt wurde. Wir kannten den aber eben. Wir kannten den nicht, nee. Also er ist einfach vor zwei Wochen jetzt, 2014, bei Arte ausgestrahlt worden. Genau. Es wurde auch recht groß beworben und soweit ich das gesehen habe, im Internet gab es so einige Leute, die das halt angekündigt haben, so Atheismus-Forum zum Beispiel und so, war wohl recht groß erwartet oder so, dass man das sehen könnte. Ja, soweit zu der Inhaltsbeschreibung. Natürlich könnt ihr jetzt auch einfach einen Podcast anhalten und erstmal noch die Doku gucken. Die dauert über eine Stunde, ich glaube sogar anderthalb. Anderthalb. Also ein ganz langer Film, aber ist auch sehr ruhig und kann man eigentlich gut angucken. Ja, und dann müsstet ihr Klick jetzt wieder einschalten, denn wir wollen jetzt dazu diskutieren, was uns zum Film aufgefallen ist. Wir haben eben schon, bevor wir überhaupt das Mikro eingeschaltet haben, einiges diskutiert, aber einiges haben wir natürlich auch aufgespart. Genau. Wenn du sagst, dass das, danke Markus, wenn du sagst, dass das vorher schon kolportiert wurde und so, ich habe vorher davon auch schon irgendwie gehört gehabt und hatte eigentlich irgendwie auch vor, die zu sehen. Und als sie dann anfing, habe ich schon nach wenigen Minuten mir gedacht, dass wir das irgendwie in den Podcast aufnehmen müssen. Also ich habe euch ja sofort geschrieben, euch beiden. Ihr konntet das, glaube ich, an dem Abend nicht mehr schauen. Aber also, ja, das war einfach, das war klar, dass wir das irgendwie zum Thema machen müssen. Ja, also diese Bewegung schreit geradezu nach religionswissenschaftlicher Betrachtung. Und im Übrigen, das, was nicht in dem Text steht, du hast gerade vorgelesen, dass in 48 Staaten der USA, dass mittlerweile diese Purity Boards stattfinden. Jetzt fand ja sogar schon der erste in Finnland statt. Mhm. Sagen die, glaube ich, in der Doku auch irgendwo am Ende. Genau, ja. Das heißt, es schwappt auch tatsächlich rüber aus diesem quasi Kernland der Idee auch irgendwie auf andere Staaten und nach Europa, auch auf den anderen Kontinent und so weiter. Und es ist spannend irgendwie zu beobachten oder auch in den nächsten Jahren, ob das noch weitere Kreise zieht. So, ob das einfach noch dafür einen Markt gibt. Hm. Ja? Ist fast wieder wie dieses Pizza-Phänomen, dass halt die Pizza aus Italien kommt, aber erst in New York populär wurde und dann wieder zurück nach Europa kam. Ja, genau. Und mit dem reformierten evangelischen Glauben oder so ist das anscheinend auch so, ne? In Deutschland und England entwickelt, dann nach USA und jetzt wieder zurück, vielleicht. Hm? Genau. Ja, was mir, würde ich gleich am Anfang gerne mit euch drüber diskutieren, weil das jetzt auch im Text schon wieder anklang, vor allem am Anfang, und wir haben da eben auch drüber diskutiert, Zahlen, die in der Doku angegeben werden, scheinen mir, zunächst kann ich sie nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, woher die stammen, und ich habe jetzt auch leider keine anderen Zahlen gefunden, man müsste zum Beispiel dann mal bei Remit anfragen oder sowas, aber... Wenn ihr uns zuhört auf diesem Weg. Ja, schreibt uns die Zahlen, genau. Falls ihr dazu irgendwie was wisst. Es schien mir relativ schwammig zu sein, zu behaupten, dass 40% der Einwohner der USA Kreationisten seien. Mhm. Und dass von denen wiederum wahrscheinlich auch enorm viele der sogenannten evangelikalen Bewegung zuzuordnen sind oder charismatischen christlichen Bewegung und dass die jetzt alle irgendwie zu diesen Purity Balls gehen. Ich finde die Zahl sehr hoch gegriffen und wie wir ja gesehen haben bei einer kurzen Recherche, kommt es so ein bisschen drauf an, welche Frage man stellt anscheinend. Also ich glaube auch, dass das, dass man hier in einen Topf schmeißt, dass sich vielleicht Leute davon überzeugen lassen könnten oder zumindest sowas wie eine Sympathie für kreationistisches Gedankengut hegen, ja? Mhm. Und dass die dann halt schon mit in diese Statistik reingezogen werden. Dass man sagt, ja, guck mal, die würden das ja auch, wenn man das ihnen richtig irgendwie darlegen würde, auch dann würden die das auch richtig glauben. So. Ja. Ja? Ja, das so, ist... So Zweifler halt. Ach so, du meinst, also es sind keine Entweder-Oder-Leute, sondern nee, genau so könnte auch sein. Ja, stimmt. So darauf, also ja, da ist es ganz richtig, aber das war die Frage, wie die Statistik erhoben wurde und wie die Statistiker oder die Sozialwissenschaftler, hoffen wir mal, dass es Sozialwissenschaftler waren und keine. Vielleicht haben sie einfach die Leute gefragt und die haben gesagt, ja, es werden immer mehr. Ja, ja, genau, ja, es sind bestimmt 40%, fast die Hälfte. Wie die gefragt haben und so. Und ich glaube, dass da einfach irgendwie das mit reinspielt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendwie fast die Hälfte sei. Ja, ne? Hier steht, jedes achte Mädchen in den USA möchte gerne unbefleckt in die Ehe gehen. Das wurde im Prinzip zunichte gemacht, diese Aussage mit dieser Bemerkung am Ende der Doku, dass halt viele Leute aus der Gruppe trotzdem schon vor der Ehe Sex haben. Mhm. Wie die Statistik zustande kommt, möchte ich auch gerne mal wissen. Mhm.
Wahrscheinlich muss sie Abbitte leisten. Das sind ja sehr schwammige Aussagen. Haben die Ärzte gefragt oder was? Ja. Also ich meine, da wird ja gerade in den Gruppen kaum jemand drüber sprechen wollen. Mhm. Also mein Kritikpunkt an der Sendung ist so ein bisschen, dass halt diese Zahlen hochgehalten werden, die sehr eindrucksvoll wirken. Und es mag sein, dass das stimmt im Sinne eines, ja, so und so viele Leute fühlen sich der Gruppe zugehörig. Aber ich war ja erstaunt darüber. Mhm. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass die Doku ganz gut ist, es ganz gut geschafft hat, die nordamerikanische und vor allem halt US-amerikanische Gesellschaft abzubilden. Und ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass eigentlich diese evangelikalen Bewegungen, die sich ja vielleicht auch sehr unterschiedlich gestalten, Evangelikalismus ist ja nun auch kein fest umrissener Begriff, mhm. dass es eine moderne Bewegung ist. Ich finde die sehr modern, mhm. Indem sie auch, was auch immer wieder in der Doku von den Leuten erwähnt wird, die da gezeigt werden von der Familie Wilson, dass sie eben eine Antwort oder eine Gegenbewegung auf gewisse Tendenzen und Strömungen in der amerikanischen Gesellschaft leben wollen. Sie reden ja auch viel über Zukunft und wie kann man was verändern. Als dass sich eben, wenn es um Frauen ging, wurde dann immer gesagt, ja, Frauen geben sich zu leicht hin und sind wenig wert in der Gesellschaft. Da wollen sie eben dagegen halten. Ja? Mit einer, von meiner Meinung nach, gerade eben erst konstruierten Traditionen. Also diese Purity Boys sind jetzt, glaube ich, nicht 300 Jahre alt, mhm. aber trotzdem haben sie sich bei der Durchführung natürlich viel Mühe gegeben, Rituale und Symbole mit einzubauen in die Durchführung, so dass das Ganze für die Jugendlichen, die an diesen Purity Boys teilnehmen, als ein in eine gesamte Kultur eingebettetes Ritual gelten. Mhm, das wirkt wie eine Rückbesinnung auf alte Werte. So. Ja, genau. Der Vater der Familie hat das gegründet. Ja, ja, genau. Ja, genau. Also offenbar, das hat man ja jetzt nicht gesehen, aber offenbar hat er sich viele Gedanken dazu gemacht, ja. wie man jetzt christliche Symbolik oder vielleicht auch andere Symbolik, beispielsweise das Schwert, was da geführt wird, reine weiße Kleider. Ja, ja. Ja, es wird Ballett getanzt, es wird irgendwie stark um ein Kreuz getanzt. Mucke. Es wird um ein Kreuz getanzt, wo ein Kranz drauf liegt. Da war ein Kranz drauf. Da war ja genau. Ich weiß nicht, ob es ein Dornenkranz gewesen ist. Das konnte man halt leider nicht sehen, nicht gut erkennen. Aber es war ein Kranz und der war ganz ohne Blumen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig irgendwie Dornen waren. Ja. Oder zumindest Blätter und dann schließt man ja wieder an dem Siegerkranz aus der Antike an und so, weil man sich sowieso auch irgendwie immer an europäischem Mittelalter und antiken Motiven irgendwie festhält in dieser Bewegung. Ja, also nicht nur das Schwert war das Schwert wirklich gewundert. Das genau, das also, wo ist das herkommt, eine, ja aus einer Rittertradition, ja, die man ja, in den USA ja gar nicht hat. So, dann kann ich gleich schon mal eine Überleitung machen, weil ich mir während der Doku einige Begriffe aufgeschrieben hatte, die ich unter dem Stichwort Terminologie subsumiert habe. Und da ist mir aufgefallen, dass häufig das Wort Warrior fiel. Ja. Also für Männer, überhaupt Männer, die Krieger sind, muss ich noch an Thomas D. denken und sein Lied Krieger. Das wir nicht kennen, weil wir nicht auf seine Solo-Sachen stehen. Ja, auch nicht auf die Band wirklich. Egal. Okay, ja, genau. Also Warrior, ein martialisches Wort für eine religiöse, also für die Menschen, die in einer religiösen Bewegung handeln. Sozusagen, und auch in ihrem Leben handeln? Ja, auch in der Gesellschaft, denn offensichtlich fühlen sie sich ja dazu genötigt, auch das zu verteidigen, was sie machen und haben. So, und das ist ja, das macht ja ein Warrior. Weißt du? Ja, macht er. Also, deswegen, ich glaube, dieses Martialische, das schwingt auch, also vielleicht nur unterschwellig bei der gesamten Bewegung mit, so, weil es halt um eine Abgrenzung geht und auch um eine Verteidigung der Werte. Mhm. Innerhalb der eigenen Gesellschaft, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Innerhalb der eigenen Gesellschaft. Das wurde aber so nicht betont in einer Dokumentation. Da ging es nämlich explizit alle Kinder der Familie, die sich auf dieses Bild berufen des Kriegers, sind eben auch, ich glaube, bei der Armee gewesen und beziehen sich explizit auf die Kriege in Nahost. Ach so. Ja. Der Sohn zum Beispiel, der Jüngste, der halt auch im zweiten
in der zweiten Hälfte der Doku ein sehr, sehr durchritualisiertes Männlichkeitsritual. Ja. Ja, wo alle ihm Ratschläge mit auf den Weg geben. Genau. Und er auch so einen Ritterhelm dann auch trug. Ja, genau. Was dann irgendwie out of place, fand ich, war, genau wie das Schwert. Ja. Der hat später in dieser Männerrunde mit seinen älteren Brüdern, einem Schwager und seinem Vater, glaube ich, dann auch gesagt, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich will nach West Point. Was ist denn eigentlich West Point? West Point ist eine Militärakademie. Das ist eine sehr renommierte Ausbildung. Das ist die Militär, ja klar, für Offiziere. Aber auch genau, für einen höheren Dienst. Genau. So. Ach so. Aber und ich will dem Gegner, dem Feind, face-to-face gegenüberstehen. Ich will dem Tod in die Augen schauen. Genau, aber da gebe ich dir recht, das machen die und dieses militärische Bild mit der immer wieder der betonen, dass die alle Soldaten sind, stimmt. Mhm. Aber wenn man dem Vater zuhört an manchen Stellen und gleichzeitig sich anschaut, was er beruflich macht, er ist ja Lobbyist für diese christliche Vereinigung. Die Watchmen on the Wall. Genau. Und ist auch Lobbyist, ist auch unterwegs irgendwie in anderen Gemeinden, aber auch in der politischen Szene und verteidigt da ja quasi auch Werte und ist ja auch ein Warrior und zwar ohne Schwert, sondern sein Schwert ist die Zunge, um jetzt irgendwie in diesem Diktus zu bleiben. So, und deswegen, und er sieht sich auch so, weil er macht diese Arbeit ja nur, sagt er irgendwo, weil es eine Notwendigkeit dafür gibt, dass auch irgendwie. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Purity-Sache, sondern eher evangelikale Grundsätze und so weiter in der Gesamtgesellschaft immer wieder zu verankern. Und deswegen ist er Lobbyist und gleichzeitig Pastor. Ja. Also deswegen, und da ist er auch, da sieht er sich auch als Warrior, weil er auch quasi in das Feindesland rausgeht. Und zwar außerhalb dieser Gruppe und dieser Gemeinschaft, nämlich in die USA, die ja auch schon quasi durchtrieben sind. Und weil sie quasi, ja, also deswegen gibt's ja, oder muss es ja diese antimoderne und gleichzeitig trotzdem moderne Bewegung geben, die sie irgendwie vorantreiben. Ja. So. Also du meinst, dann überhört haben. Ja, genau. Ich finde das aber gut, dass jetzt eure beiden Meinungen für mich, hatte nicht so auf deine Sache geachtet, Demi, dass sie ja tatsächlich, also dass sie tatsächlich auch Krieger sind im Sinne eines Militärdienstes. Das habe ich zwar gesehen, aber das nicht damit in Verbindung gebracht. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine gewisse Doppeldeutigkeit darin gibt, dass sie sich vielleicht gesamtgesellschaftlich, wie du jetzt gesagt hast, Stefan, auch eben als Verteidiger einer moralischen Wertegemeinschaft sehen. Sicherlich auch einer politischen Gemeinschaft, denn es ging ja auch um Homeschooling und sowas. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht, würde ich sagen, nicht drüber reden, Tea Party Bewegung und Michelle Bachmann und sowas. Die wird nur kurz erwähnt. Einmal sieht man die, ne? Bachmann und Palin kommen vor. Ja, genau. Aber ich meine, Homeschooling ist natürlich ein großes politisches Thema, finde ich auch interessant. Also, dass sie sich da auch als Verteidiger dieser Dinge sehen. Und was läge dann näher, als dass sie auch tatsächlich Verteidiger ihres Heimatlandes werden? Offenbar scheint es ja möglich, dass sie ihre Nation nach wie vor ungebrochen lieben. Zumindest das Bild einer Nation, das sie vor Augen haben. Und diese Nation auch verteidigen wollen. Hat mich nämlich auch gewundert. Denn wenn sie jetzt sagen, okay, die Vielfalt in der Gesellschaft, die in den USA herrscht, das wurde einmal kurz angesprochen, die bleiben gar nicht in ihrer Familie zusammen, die gehen raus und vermischen sich, das finden wir nicht gut. Könnten sie ja auch sagen, okay, wir haben keinen Bock auf den Staat, wir werden ihn auch nicht verteidigen, wenn er halt so den Bach untergeht. Ja, machen klar. Sie aber nicht. Nee. Also was ja geschürt wird, das Ding ist halt, wir kriegen ja die ganze Zeit nur das Bild, die sozialen Aspekte deren Bewegung mit. Aber ich fand an einer Stelle, natürlich neben den Rundgängen durch Washington mit der keine Ahnung, Tourismusgruppe des Papas wo dann ein bisschen auf die Geschichte eingegangen wird und insofern die konstruieren sich ja ein Bild des frühen Amerikas, des Amerikas, das einmal war und wir jetzt wieder nach vorne bringen müssen, nämlich dass es eine auserwählte Nation ist und so weiter. Was ich sagen wollte, ist, es wird als auch, das war in einer Runde mit den Kindern und der Mutter, ja, wo die ein Buch lesen, auch wieder von einer evangelikalen Autorin, ich habe den Titel leider nicht gut erkennen können, wo die Mutter tatsächlich meinte, von wegen, ja, und deswegen dürfen sich Institutionen, ja, der Regierung, Behörden, dürfen sich nicht ins Privatleben einmischen. Also eine sehr, sehr konservative Meinung, ja, die auch passt. Und die dann auch wiederum so einen politischen Aspekt, also so anreißt, ja, aber das nicht betont. Also in der Doku wird halt nicht betont. Das wurde echt, genau, die Doku, das war kein Fokus darauf, aber das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ja. Und es passt natürlich letztlich wieder ins Bild dieses
diffusen Bildes der sogenannten Mittelwestler in den USA, die halt verschiedene Werte haben in ihrem Leben, die wahrscheinlich nicht nur durch Christentum geprägt sind, sondern eben auch durch dieses Libertäre. Ja. Niemand redet mir in meine eigene Familie rein und der Staat schon mal gar nicht. Ja. Keine Ahnung, ob die jetzt Lust darauf haben, Steuern zu bezahlen, wahrscheinlich nicht. Mhm. Und so, also möglichst viel Freiheit. Ne? Ja. Homeschooling ist genau das gleiche Thema, dass sie halt dem Staat alle Legitimation und Fürsorgefähigkeit absprechen. Ja, ja. Das fand ich interessant, dass das die Mutter den Kindern auch sogar so indoktrinär vermittelt hat. Also so, ja, nehmt es euch zu Herzen, der Staat kann für uns nichts Gutes tun und er darf uns bei uns nicht reinreden. Das machen wir alles selbst. Aber das ist natürlich auch eine Uridee der Amerikaner, die sich auch bei Demokraten finden lässt. Ja, na klar. Also dafür darf man trotzdem sehr, sehr modern, aufgeklärt und Atheist sein, um genau die gleiche Haltung zu dem Thema zu haben. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht. Ich würde sogar sagen, dass ein Präsident nicht gewählt werden würde, wenn er andersgläubig, also nicht christlich wäre, beziehungsweise ungläubig. Das würde ja viel in den Raum werfen, auf jeden Fall. Jeder Präsident hat auch in Wahlkämpfen, das können wir natürlich diskutieren, auch vielleicht an einem anderen Zeitpunkt, hat in Wahlkämpfen mindestens ein Bild, wo er mit seiner Familie betet. Ja, ja. Mhm. Ja, stimmt schon. Und es gab auch nie einen Präsidenten, der nicht Christ war. Bisher. Sogar in Anführungsstrichen Obama, was auch immer das heißt. Klar, der ist der Sozialist quasi. Der also der wenn wir die Wilsons fragen vielleicht. Weiß ich nicht, aber... Da gab es so ein Plakat auch so, ja, Obama, geh weg mit deiner Healthcare oder irgendwie sowas, ne? Liberal Communist Nazi. Sorry dafür. Das wird aber gesagt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, da fällt mir dann dein Osama-Meme ein. Also. Nee, ist egal. Das kannst du dann als Kommentar unter den Artikel posten, aber mit einem Pseudonym, damit ich auch sehe, dass du das warst. Ja. Mr. Wilson. Oh Gott, das ist gemein. Also, ich habe mir ja noch einige Sachen aufgeschrieben. Ich möchte jetzt wollte noch kurz ansprechen, also grundsätzlich hatte ich euch auch schon heute Morgen gesagt, ich finde das alles ganz okay. Wenn das 40% sind, dann mag man, wenn man in dem Land lebt, vielleicht das nicht so okay finden. Mhm. Aber es ist mir jetzt irgendwie egal. Mhm. Also ich finde es okay, was die machen. Die machen da ihre eigene Gesellschaft und das ist alles sehr exklusiv und sie wollen da halt nichts teilen in ihren Überzeugungen und auch wahrscheinlich in ihrem Religionsverständnis. Mhm. Also ganz klassisch exklusivistisches Gottesverständnis, sagt auch einmal der Vater, so in Anlehnung an Jesus-Satz, ne? Also man muss schon Christ sein, um in den Himmel zu kommen. Ja, ja. Was mir aber unangenehm aufgestoßen ist insgesamt, war eben die grundsätzliche Erziehung innerhalb der Familie, als dass ich da auch einige Brüche oder Widersprüche habe ausmachen können oder zumindest meinte ausmachen zu können, als dass nämlich von den Eltern meist oder vielleicht sogar immer betont wurde, dass die Kinder sich freiwillig zu etwas entschieden hätten. Ja. Und das möchte ich grundsätzlich erstmal in Zweifel ziehen, ohne dass ich jetzt irgendwie ausgebildeter Pädagoge bin. Mhm. Ich denke, dass Kinder, die hatten 6 Kinder in der Familie. 7. 7? Mhm. 7 Kinder. Und die waren jetzt, sagen wir mal, zwischen 5 und 25 oder so. In dem Alter wird man sich vermutlich nicht besonders frei, vor allem wenn alle anderen in der Familie und in der Peer Group der Familie so drauf sind, für etwas entscheiden, nämlich für Purity, wie sie ja immer sagen. Übrigens wird der Begriff, glaube ich, in der Doku nicht immer einheitlich übersetzt. Manchmal heißt es Reinheit und manchmal heißt es Enthaltsamkeit. Ja, ja. Und ich glaube, es heißt nicht Enthaltsamkeit eigentlich. Ne? Aber das wird vielleicht so gemeint von den... Also das fand ich sehr merkwürdig, dass die Eltern gegenüber der Kamera immer wieder betont haben, dass die Kinder ja freiwillig sich dazu entscheiden. Und vermeintlich auch kein Problem damit hatten, wenn die Kinder sich jetzt anders entscheiden würden. Genau, da machen sie aber nicht. Machen sie nicht. Im Prinzip ist das ja die perfekte Familie, die gezeigt wird. Mhm. Kernfamilie hält zusammen, sie lieben sich alle, sie schaffen es, trotz pubertär zu sein, sich am Abendbrottisch zu erzählen, wie sehr sie sich gegenseitig schätzen. Die Kinder erwähnen immer wieder gegenüber den Vätern, auch andere Kinder, dass die Väter halt so treue und fürsorgliche Personen in ihrem Leben sind und sowas. Ja. Und das, also das ist schon komisch, dass angeblich alles freiwillig von den Kindern kommt, während die Eltern das ja trotzdem auch propagieren, vorleben und sogar nicht nur bei den Kindern, sondern auch noch, wie du eben sagtest, Stefan, als Lobbyist
politisch ausleben, diese Inhalte. Also nicht nur gegenüber den Kindern. Ich unterstelle, dass es von den Eltern kommt, dass die Kinder das mitmachen. Und dass es da wahrscheinlich nicht um viel Freiwilligkeit geht, sondern eben um einen gewissen Horizont, in dem man aufwächst. Genau, denn das glaube ich auch, dass für die Kinder schon ganz früh irgendwie gar keine klare Trennung vorherrschte zwischen drei verschiedenen Ebenen, das einmal der religiösen, der familiären und der beruflichen des Vaters. So, weil er in allen drei das Gleiche macht. Genau, so, er ist ja und genau, überall Patriarch. Genau, immer der Gleiche und vertritt überall derselben Ansichten und dadurch verschwimmt das alles. Wahrscheinlich waren die Kinder schon ganz früh irgendwie in seinen Messen oder Gottesdiensten, die er gemacht hat. Ja. Haben ganz mitbekommen, dass er das auch beruflich macht und so. Und zu Hause war er wahrscheinlich auch der Entscheider, derjenige, der die moralischen Instanzen und so setzt. Und das war er eben auch für die Kinder schon quasi in seiner Profession. Und damit hatten sie überhaupt keine Möglichkeit, eine Trennung irgendwie dessen kennenzulernen, so, weil das quasi alles für sie eine Suppe war. Und am deutlichsten kommt das heraus an diesem Ritual, welches zweimal am Anfang und am Ende in der Doku gezeigt wird, was ich ja sehr befremdlich fand anfangs und dann in der Mitte der Doku dann nicht mehr so befremdlich und am Ende fand ich es doch wieder komisch. Weil es innerhalb der Familie Sinn machte. Was ich meine, ne? Da wurden halt die Kinder auf Knien in einer Reihe vor dem Vater warten und jeder kommt mal dran und er segnet die Kinder, gibt ihnen einen Segen und deutet ihre Namen aus. Ich glaube auch richtig. Also wenn man es jetzt richtig geschrieben sich vorstellt, Jordan ist der fließende Fluss, ne? Jordan und so. Er übersetzt irgendwie die Namen für die Kinder und deutet ihr Wesen auch auf den Namen hin. Ja. Was ja nicht ganz ungewöhnlich ist, machen wahrscheinlich ganz viele Eltern. Aber in dieser Funktion, die er da einnimmt, und das kommt ja schon ganz am Anfang, erscheint er meiner Meinung nach überhaupt gar nicht väterlich, sondern eben auch wie ein Priester. Mhm. Und eben nicht wie ein Vater, der mal sich mit den Kindern streitet oder so. Richtig. Sondern wird auch überhaupt sowieso nicht gezeigt. Ja. Es wird auch überhaupt gar nichts Negatives gezeigt. Es gibt auch keine Konflikte oder so. Nee, es gibt auch, ich meine, die eine Tochter bleibt halt Single bis zum Ende der Doku. Ja. Genau. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass sie sich jetzt halt dann von denen abwendet, Drogen nimmt, Tattoos stechen lässt und halt irgendwo in L.A. rumhängt. Ja. Aber das passiert halt auch nicht. Also die Gruppe sie wartet und fährt auf Messen, auf denen sie ihr Benimmbuch vorstellt und so weiter. Ja, das ist ja auch noch eine witzige... Genau, aber nochmal zur Erziehung. Ja. Die Mutter sagt an einer Stelle, keep the body covered. Also es ist nun nicht so, dass sich die Frauen, die Mädels alleine dazu entscheiden, dass sie sich gerne geschlossen kleiden möchten. Ja. Zugeschlossen übrigens auch nicht, finde ich. Es kommt schon von den Müttergruppen auch, denke ich. Ja. Dass die das weitertragen an die Töchter, wie sie sich zu verhalten haben. Ich nehme an, dass das bei den Jungs, die jetzt nicht so im Fokus der Doku stehen, wahrscheinlich auch der Regisseurin geschuldet, ist das wahrscheinlich auch ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs da jetzt so ganz anders drüber denken. Werden wahrscheinlich auch nicht irgendwie ständig unten ohne rumlaufen. sicherlich auch. Vielleicht in West Point, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber da kennt man ja schon anders. Das macht man so wiederum. Aber ich würde ganz gerne noch was zu den Peer Groups, die ihr vorhin erwähnt habt. Ich fand das sehr gut. Anmerken, kleine Sache, nämlich, ich würde sogar sagen, die Kinder der Familie, die haben gar keine andere Peer Group. Natürlich nicht. Ja? Also, weil wir sehen, meine ich, vielleicht irre ich mich auch, es war sehr spät, als ich das gesehen habe, die Doku, man sieht keine Freunde der Familie. Höchstens, also andere Kinder, die man sieht, sind höchstens bei diesen Purity Balls, oder hieß das so, Purity Balls? Ja. Und dann gibt es noch diese andere Veranstaltung, wo der Vater irgend so ein Gelübde unterschreibt. Genau. Das Vater-Tochter-Event. Genau, das war dieser Ball. Man sieht dann da ein paar Kinder mit ihren Vätern, die von weit her gereist sind, weil es die erste Veranstaltung war, die später auch in anderen Bundesstaaten stattfand. Und die anderen Jugendlichen, die dann ins Haus kommen, sind die 10 Mädchen, die zu diesem Purity-Sitzkreis Kurs der einen Tochter. Ich habe ihren Namen vergessen, die letztendlich auch Single ist. Jordan. Genau. Die wirklich so eine Vorzeigerolle hat. Sie hat das eigene Buch geschrieben, aber sie ist diejenige, die keinen gefunden hat.
aber auch nicht raus darf, um halt einen zukünftigen Partner zu finden. Höchstens, sie meint, ich bin höchstens in der Kirche. Mhm. Und er kommt schon zu mir. Und er kommt schon zu mir, genau. Genau. Sowas passiert ja dann halt. Also es scheint sehr doch sehr, wie nennt man das? Es ist ein sehr geschlossenes. Ja, ja. Ja, ja, absolut, absolut. Das und wollte da, ich halt nur genau, haben. Und eben, wir alle haben wahrscheinlich oder unwahrscheinlich an der Uni oder auch früher noch auf der Schule Freunde kennengelernt, mit denen wir länger oder kürzer befreundet sind oder waren. Sicher. Freundesfreunde auch. Genau. Ja. Können die ja nicht, weil sie nicht zur Schule gehen. Ach ja, stimmt. So, ja nicht das ist ganz wichtig. Ja. Ne? Ja, also das ist ja, ja schon mal, ich meine, als Jugendlicher oder auch als Kind, ja, die erste Peer Group, die man sich irgendwie selber schaffen kann. Mhm. Und wenn die dann später auf dieser, auf diesem Henry, schieß mich, wie ist das, Demi? Henry irgendwas College, ne? Genau, ja, sind, das ist schon klar, wer ist Geisteskind, die anderen Kommilitonen sind, also, und dann, ja, wahrscheinlich kommen die auch einfach nicht raus und gehen nicht irgendwie in die, in den nächsten Pub, um die Ecke oder so, um dann, weiß ich nicht, Limo zu trinken. Hieß es die Colorado Springs, ja, hieß es, ne? Ja. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich eine große Stadt, nehme ich mal an, also größer als ein Dorf. Und insofern könnten sie schon was kennenlernen, nehme ich an. Ja. Ja. Aber, dennoch, ne, ich war noch nie im Mittelwesten der USA. Es ist, glaube ich, ganz schön groß und sehr weitläufig. Mhm. Und man geht halt nicht so, wie wenn man in Bremen wohnt, mal eben um die Ecke zu Herrn Ahmed Nias, der hier den Kiosk nebenan hat. Der kommt aus Pakistan. Und dann lerne ich erstmal was über Pakistan. Nee, läuft halt nicht. Mhm. Also gibt's sicherlich auch einen pakistanischen Kioskbesitzer in Colorado Springs. Ja. Aber die gehen da halt nicht hin. Genau. Und das ist vielleicht in keiner ländlichen Gegend. Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht weiß ich das nicht ganz genau. Ja, also mir fiel übrigens gerade noch eine Sache ein, um das nochmal auf so einen gesamtmedialen Kontext in den USA zu beziehen, weil ich mich gerade gefragt habe, hören die denn Radio, gucken die Fernsehen oder so? An einer Stelle sagt ja die Jordan, ja, wir möchten gar keine Sexszenen in Filmen angucken. Stimmt. Gut, ja. Ist ja durchaus möglich, auch Filme ohne Sexszenen zu gucken. Ich wette, dass die eine Webseite haben, wo drauf steht, natürlich, so die gibt's doch. Evangelikal approved Stempel. Ja, ja. Und, ne, die gibt's auch, da war ich auch schon mal drauf. Wegen irgendwas anderem, genau, wegen der US-Sendung. Achso. Bin ich darauf gekommen. Ja. Es gibt so Elternnetzwerk, die das, das mir fällt jetzt gerade ein, ne? Also der Disney Channel und überhaupt das, diese große Firma Disney, die propagiert das, glaube ich, schon seit der ersten Sekunde. Ja. Dass dort erstmal überhaupt nichts Schmutziges auftaucht. Ja. Dass dort alles, was Religion heißt, wegbleibt. Das ist super krass. Ja. Ich habe neulich in einer Radiosendung gehört, dass jede, wie sagt man dazu? Jede Synchronisation eines Disney-Films muss nochmal von Disney abgenommen werden. Ja, ja, das stimmt. Sodass man nicht fälschlicherweise irgendetwas mit Gott übersetzt. Ach, interessant. Gott hat nichts in Disney-Filmen zu suchen oder in den Zeichentrickserien und so. Und jetzt, wenn man in sozusagen in den Bereich Disneys schaut, wo kein Zeichentrick auftaucht, da gibt es dann Hannah Montana und es gibt auch die, wie heißen die denn nochmal, die Brothers. Oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein von denen. Welche denn? Also es gibt drei Brüder, die singen. Die Jonas Brothers. Jonas Brothers. Ja, die sind ja Purity Ring affin. Purity Ring, genau. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, was Disney für eine Chefetage hat. Soweit ich das gelernt habe von South Park, ist halt Mickey Mouse der Chef von Disney. Ja. Ja. Aber Mickey Mouse scheint auch zu den Evangelikalen zu gehören. Der ist evangelikal, ja. Denn Mickey findet das okay mit den Purity Rings. Ja. Ja. Und die Jonas Brothers, die ich halt in der Bravo mal gesehen habe, vor 2-3 Jahren oder so, wahrscheinlich sind die jetzt auch nicht mehr populär. Nee, der eine hat einen Bart und hat auch eine Freundin, unehrlich. Ich glaube, der ist voll raus aus der Nummer. Aber der hängt jetzt nur mit Justin Bieber rum. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ausgewandert in die Weste oder auch. Was ich nur meine ist, dass es eben eine große Mediensparte gibt in den USA, die wahrscheinlich auf den, oder zumindest auf den ersten Blick erstmal nicht zur Kirche zugehörig ist und die auch nicht Christian Rock Music ist oder so. Vielleicht eher so unter dem Deckmantel der Kinderliteratur und so. Und die gehen aber auch voll auf Purity ab. Ich weiß. Und keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie Disney, Henne oder diese moderne Gruppierung in Colorado Springs, zuerst da war. Aber es passt sozusagen ineinander. Es kann sich gut verschränken in den USA. Und offenbar gibt es einfach eine lange Tradition des, können wir es ja jetzt mal beim Namen nennen, einer gewissen Ausrichtung des Pietismus oder so, wo es halt um Geist, um Herz geht, um moralische Werte, aber eben nicht um Körperlichkeit. Ja. Und diese Körperlichkeit wird ja satanisiert und also eben verteufelt. Ja. Ja, total. Und deswegen ist es durchaus problematisch, um gleich irgendwie
da bei Disney zu bleiben, denn also nicht problematisch, aber zumindest irgendwie, wenn man sich anschaut, wie die Medienöffentlichkeit und die Gesamtöffentlichkeit gerade darauf reagiert hat, der Disney Channel ist ja auch in Deutschland gerade im Free TV angekommen vor ein paar Wochen, seit glaube ich Mitte Januar oder so. Ja. Und der war vorher immer Pay TV und irgendwie hat dann ist ja aber mittlerweile im Free TV angekommen. Warum sollte Disney auf dieses Geschäftsmodell umsteigen, das ja irgendwie nicht mehr so gut ist für die, einfach um sich auch zu öffnen und um auch die Inhalte, zum Teil auch ja schon nur für den deutschen Markt produzierte Inhalte hier an den Mann und die Frau oder an die Kinder bringen zu können, und vielleicht auch in Deutschland irgendwie erstmal über die witzigen Figuren und Mickey und alle irgendwie Leute zu ködern und dann vielleicht doch irgendwie in Camp Rock Sachen oder irgendwelchen anderen zweifelhafteren Medieninhalten einfach auch die deutschen Kinder und Jugendlichen zu informieren, wie die das machen und wie die das gut finden und so. Das ist einfach schon, das ist ein neuer Ansatz und so. Ich habe keine Ahnung von Disney und keine Ahnung davon. Das müssen wir uns mal angucken, glaube ich. Das ist interessant. Irgendwie, also Disney Channel jetzt anscheinend. Und dann gründen wir eine Gegenbewegung gegen Disney und verteidigen uns in Deutschland gegen die gefährlichen Werte von außen. Ja, das ist eine super Idee. Und wir nennen uns Watchmen of the Wall 2. Ja. Jetzt wird's richtig krass. German Watchmen on the Wall. Oh Gott, Watchmen on the Wall 3D. Ja. Also ich wollte einen Sturmhelm aufsetzen dann. Achso, ja. Mann. Nein. Wolfschanze. Oh Mann. Das war's. Ja, ich glaube, wir sind schon fast am Ende, ne? Mm. Ich habe noch einige Zitate mir aufgeschrieben, mit denen ich sozusagen meine Dinge, die ich jetzt gerade so zum Teil gesagt habe, auch belegen kann. Kann ich einfach mal vorlesen. Ich fand die sehr charakteristisch. Das waren immer Aussagen, fast immer Aussagen von dieser Jordan. Und so könnt ihr Zuhörer und wir können es vielleicht auch nur auf uns wirken lassen. Da brauchen wir, wenn ihr da noch was dazu sagen wollt, macht jetzt gerne, ne? Also, sie in einer Rede sagt sie, purity is integrity and purity is full strength. Fand ich interessant. Das ist also ein starkes selbstidentifikatorisches Konzept. Sie fühlt sich stark damit und das purity ist auch integrity. Ja. Verstehe ich nicht, aber sie sagt es. Integrität, dass man der eigenen Prinzipien treu ist. Ja, aber oder unkompromittierter Körper oder wie. Ich weiß nicht. Verstehe ich Reinheit auch nicht so. Warum sollte Reinheit Integrität sein? Das ist eigentlich ein Postulat. Verstehe ich halt nicht. Nee, das ist ja nicht. Es ist eine Tugend. Es ist das, vielleicht. Das, was auf der Verpackung steht, ist auch drin, so nach dem Motto. Ich bin integer, weil ich mich selbst irgendwie nicht unter Wert verkaufe oder was ist das? Weiß ich nicht. Und die Stärke, also ja, das hast du ja schon gesagt. Das ist ja dann, klar, was wenn man in der Doku anhält, bei diesem Purity Ball, da unterschreiben ja die Väter für ihre in der Regel jüngeren Töchter noch. Ja, ja, für die Kleinen. So ein Gelübde, so ein Vow oder sowas. Covenant. Ja, genau, dass sie immer für sie sorgen möchten. Mhm. Da habe ich dann angehalten, habe geguckt, was da draufsteht. Ja. Die liest das zum Teil auch vor. Ja. Und da steht, die Väter sollen gelten as a high priest of my home. Also, Patriarchat, ich höre dir trapsen. In allen Belangen würde ich sagen, dass in dieser Gruppe, die dort gezeigt wird und vor allem auch bei dem Vater Wilson, er ist Patriarch in allen Dingen. Ja, na klar. Er war niemals in der Küche zu sehen, er lässt sich bedienen, Entschuldige. Er ist politisch aktiv und segnet Kinder und das macht er politisch und familiär. Wofür oder wozu werden denn die Töchter zumindest erzogen von der Mutter auch und warum schreibt die Tochter dieses Benimmbuch und warum machen die diese Tea Party Übungen zu Hause, ja? Also alleine nur weil sie doch quasi nur lernen sollen, wie man den Mann umsorgt und eventuell die Gäste umsorgt, genau. Das ist die Aufgabe der Frau und das bleibt auch einfach die einzige Tugend neben eben der Keuschheit bis zum Traualtar. Ja. So das ist quasi das was die Mädels wirklich, was sie können müssen, so. Die Patriarchen also sind High Priests. Es wird aber auch in die Gemeinde gegangen. Das ist ein ganz interessantes Konzept, denn es ist wieder privatisierte Religion irgendwo. Ja, natürlich, genau. Ja, die aber halt diese wirklich, wirklich strengen Regeln. Es ist halt eben ein Fundamentalismus und es ist keine neue Religion. Es ist kein Synkretismus. Ja, ja, natürlich. Ne? Also an einer Stelle sind sie ja auch in so einem Gottesdienst und da sieht man auch, dass es natürlich gewisserweise, wie das bei diesen neuen, modernen christlichen Strömungen ist,
auch eine Laienreligion wird, dass das nämlich niemand mehr der eigentlich Ordinierte sein muss, sondern jeder darf mal vorne ein Gebet sprechen. Genau. Und also es gibt keine große Rangordnung, glaube ich. Die gibt es vielleicht unter der Oberfläche, aber im eigentlichen Gottesdienst oder so habe ich die nicht ausmachen können. In der Regel kann man die, glaube ich, auch nicht so leicht ausmachen. Das ist völlig interessant. Weil es natürlich so Vorbeter gibt, aber das dafür muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt studieren. Ja, so wie es jetzt vielleicht im Katholizismus in Deutschland ist. Vielleicht die Bibel studieren. Ja, das würde ja reichen, glaube ich. Also anlehnt an das, was du sagtest, Stefan, mit den Frauen, die sich gegenseitig halt zur Mutter und Hausfrau erziehen, sagt an einer Stelle die, ich glaube, die ältere Schwester, die bereits verheiratet ist und vielleicht auch schon ein Kind hat, sagt sie, ich übersetze jetzt mal frei, weil ich das nicht genau aufgeschrieben habe, so habe ich mein ganzes Leben lang gelernt, nur Mutter zu sein und Hausfrau und kein teures Geld in eine unnütze Ausbildung zu verschwenden. Während sie doch auch zum vielen Lesen angehalten werden, vielleicht widerspricht sie sich da so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sie gänzlich ungebildet sind. Nee. Ich meine, alle können lesen und so, scheinen schon grundsätzliche Bildung erhalten zu haben. Aber was? Ja. Naja. Okay. Dann noch zwei kurze Zitate. Einmal sagt Jordan, das wäre anlehnend an meine Behauptung für den Pietismus. Sie möchte in ihrem Leben die Augen und das Herz schützen von schlechten Einflüssen. Ja. Letztlich will sie dann anscheinend auch den Körper schützen. Das erwähnt sie aber niemals. Ja, also ja. Wieder absolut geistige Erklärung für ihre Lebensart. Und dann sagt sie, in ihren persönlichen Entscheidungen zum Thema Ehe, ich weiß nicht, ob das Jordan war, es geht um Gott in meinen Entscheidungen und in der Liebe zu meinem Ehemann und es geht nicht um mich. Mhm. Und das ist für mich natürlich ein Fundamentalismus. Und und da dachte ich dann wieder, wenn sie sagt, es geht um Gott und nicht um sie, dann würde ich doch gerne dagegen halten, die Aussage der Mutter, die eben sagt, ja, meine Kinder entscheiden sich alle ganz selbstständig für all diese Dinge. Ja, und da ist einfach ein Clinch oder so, da weiß ich dann nicht genau, wer sich für was entscheidet und wer jetzt der Ursprung von irgendwas war. Also ja, aber das will ich gar nicht irgendwie schlecht reden, sondern ich finde es ganz okay, dass sie das so machen. Es ist sehr spannend zu sehen, anhand dieser kurzen Aussagen in der Doku, finde ich, wie sie durch ihre Überzeugung in der Bibel, sind da jetzt so viel Lesen drin, weiß ich nicht, eben ihr Leben leben und Leben führen. Und das, was du gesagt hast, Stefan, finde ich eine gute Beschreibung. Moderne und Antimoderne treffen sich in der Bewegung. Mhm. Also oder überhaupt gegen Moderne, ne? Also gegen Bewegung gegen die Moderne treffen sich darin. Und das finde ich sehr spannend. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich fast schon überleitend zur kommenden Folge, wo ich mich mit Iliade beschäftigen will, könnte ich fast schon sagen, so wie Iliade das gesagt hat, in den 70er Jahren, Religion ist nicht tot und alle Leute müssen sich mit Religion auseinandersetzen, auch in modernen Gesellschaften. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch da, in einer sehr modernen Gesellschaft. Ich meine, die haben die ganze Zeit mit dem iPad telefoniert und so. Also es gab keine Abgewandtheit von Technologie oder so. Nee, klar, es sind keine Amish oder so. Ja, genau. Also Religion ist ein wichtiger Faktor. Ja. Das straft auch nochmal alle Säkularisierungstheoretiker in den 70er und 80er Jahren so ein bisschen Lügen. Und das findet auch in Europa statt. Das findet in anderen Formen natürlich auch in Westasien statt, wo der Islam vorherrscht. Ja. Und deswegen kann man meiner Meinung nach an dieser Doku eben viel erkennen, was eben Moderne und Antimoderne verbindet und wie liberale oder sogar libertäre Strömungen sich gegen den Staat und gegen bestimmte Widrigkeiten im Leben heutzutage positionieren. Genau, deswegen bin ich, was ich schon zum Einstieg sagte, gespannt darauf, ob diese relativ junge Bewegung es auch schafft. Also es gab ja schon erste Veranstaltungen außerhalb der USA, ob die dort auch Fuß fassen kann und ob das vielleicht irgendwie dann auch in ein, zwei Generationen tatsächlich eine Bewegung geworden ist. Oder ob das quasi dabei bleibt, dass diese Familie Wilson das initiiert hat und das auch vielleicht dann irgendwann wieder abebbt. So. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas gestartet wird damit. Nee, ich will nicht, dass die Revolution ausrufen und so. Ich will wissen, ob die außerhalb der USA auch funktionieren. Verstehst du? Oder ob die nicht typisch, US-amerikanisch sind. Sie mobilisieren die bereits hier vorhandenen Evangelikale in solchen Wellen. Die sind doch diejenigen, die angesprochen werden. Ja, da wird keiner irgendwie konvertiert. Das ist mir klar. Ja.
Gut. Aber trotzdem bleibt also meine. Wir dazu kann ich keine Aussagen. Also ich, nee, ich auch nicht. Das ich weiß nicht, ob es Zulauf bei Evangelikalen gibt. Ich weiß, dass das in Lateinamerika der Fall ist, aber in englischsprachigen Ländern und ja, und in Afrika wahrscheinlich durch Missionsarbeit. Auch aber in Europa, genau. Auch in Europa. Auch in Europa. Europa. Natürlich bewegen sich immer noch irgendwie am Bodensatz, aber das werden mehr. Ja, ist doch cool. Genau, deswegen. Mehr zu untersuchen. Genau. Gucken, was daraus wird. Also ich fand die Doku wie ganz interessant, weil sie auch sehr neutral geblieben ist. Genau. Auch wenn ich, also du fandest es ja in Ordnung. Mhm. Du hast dann sehr viel offeneren, quasi wahrscheinlich offeneren Meinungen als ich dazu. Ich stehe der Ansichten der Familie doch kritisch, sehr kritisch gegenüber. Bis ablehnend. Ablehnend. aber gut, also. Es ja, ist eine Untersuchung. Solange genau. Ich meine Kinder voll quatschen, finde ich das alles voll ganz super. Ja. So ist das ja immer, ne? Ja, klar. So in Neukölln wohnen, aber trotzdem sein Kind an Waldorf Kindergarten geben. Ja. Ja, das ist voll cool da, ne? Aber. Ja, also, ach so, ne, wo du das gerade ansprichst, Timi, die Doku ist, glaube ich, eine gute Doku. Ja, und also sie bleibt auch schön unpolitisch und so, das finde ich ganz wichtig. Man kann ja immer so bashen auf die und so, aber. Ja. Das macht sie nicht. Auch das Ausbleiben eines Scheiterns innerhalb der Familie finde ich eigentlich erfrischend, weil es doch viele tendenziöse Dokus immer gibt, wo dann so gezeigt wird, ja, die geben sich voll die Mühe und am Ende klappt das doch alles nicht. Du meinst Auswanderer auf Mallorca oder was? Nee, das kenne ich ja nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Nein, aber es gibt ja auch sonst, also ich kenne einfach Dokus von klar. Mein neues Leben XXXL gehört sicherlich dann auch dazu, wo alle Leute auswandern und dann wieder zurückwandern. Ja, die Familie hat auch sehr gut mitgespielt. Ja, ach, genau, das hattest du eben gesagt, Dini, das musst du nochmal loswerden. Ja. Ja, sie hat sehr gut sich verkauft. Ja, ich glaube aber auch, darauf werden die getrimmt. Ja, das ist einfach Medienprofi. Die sind Medienerfahren auf jeden Fall. Und diese von Arx wird nicht die erste gewesen sein, die sagt, also die aus dem journalistischen Bereich kommt und sagt, hey Wilsons, was macht ihr da eigentlich? Ja, also da werden schon, die sind einfach geschult darin wahrscheinlich. Ja. Denn es ist keine 0815 evangelikale Familie. Das ist eben nicht die Führungsrolle. Genau. Okay, das ist wichtig, dass du das sagst. Ne? Ja. Wir beobachten hier eine elitäre, innerhalb der kleinen Gruppierung, eine elitäre Familie. Ja. Ne? Die, haben wir glaube ich auch noch nicht angesprochen, seit das Mikro an ist, die offenbar nicht in Armut lebt, sondern die haben halt gut Technik im Haus, die haben ein großes Haus, die sind offenbar oft unterwegs. Ja. Die USA sind groß. Mhm. Das heißt, man braucht das Geld zum Reisen und so, also es läuft. Ja, klar. Ja. Gut. Spannende Doku. Ja, genau. Guckt sie euch dann jetzt noch an oder ihr habt sie vorher schon angeguckt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Reinklicken, liken, alles Mögliche. Ja. Nächste Folge kommt dann bald und da werden wir dann im Gegensatz zu einem großen Thema drei kleinere Häppchen euch mal wieder präsentieren. Dann wird es abwechslungsreicher. Und ja, schaltet dann auch wieder ein für die 13. Folge. Ja, hoffentlich Glück bringt. Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.